Verbindung zwischen, bei uns im Film, zwischen Mika und Ostwind, zwischen Mensch und Pferd. Wir sind im Pferd-Department drei Leute und wir sind für die Pferde zuständig. Und zwar schon in der Vorbereitung haben wir die Pferde ausgesucht und ein Ostwind hat ganz viele Aufgaben. Und speziell das Schwierigste an der ganzen Zeit ist die Freiheitsdressur, die drin ist. Das Pferd muss ja im Gras frei mit der Hanna laufen und reiten, ohne Zaum, ohne Sattel. Freiheitsdressur ist eigentlich mehr Bodenarbeit und Kommunikation mit dem Pferd über die Körpersprache, über Bewegungen, über Stimmen. Machst du dann also vom Boden aus, bewegst du dich eigentlich wie ein anderes Pferd und kommunizierst mit ihm und bringst ihn dazu, halt eben Tricks zu machen. Es macht Spaß, alles macht eigentlich Spaß. Mir macht aber am meisten die Bodenarbeit macht mir Spaß. Dass man nicht oben drauf sitzt, sondern von unten mit den Sachen macht. Sie hat eben zum einen James, den Wallach, der das Hauptpferd ist, also der quasi Ostwind spielt und die meisten Szenen hat. Sie hat dann noch einen zweiten Hengst, den Attila, das ist ein wilder Hengst und der kommt dann für aggressivere Szenen oder wildere Sachen zum Einsatz. Und dann kam noch das Glück dazu, dass Kenzie da diese zarte Größe hat und sie passt halt auch tatsächlich als Double perfekt. Heute springt unser Pferd über ein Auto, beziehungsweise über die Motorhaube. Relativ aufwendig, weil es ja nicht so Alltag ist für ein Pferd. Und vielleicht wäre es mit Zügel und Sattel normal, aber bei uns kommt noch erschwerend hinzu, dass eben am Pferd gar nichts dran ist. Die nächsten zwei Tage ist Riesenreitturnier ist eigentlich der größte Stunt, den wir haben. Ist, wo Ostwind ein Hindernis knallt. Wenn man gerne was fühlen möchte, wenn man gerne lachen möchte und wenn man so ein Freiheitsgefühl erleben möchte, dann würde ich mir den anschauen.